3 years. We've come so far in just 3 short years. The sign of a strong leader, sir. No. The will of a strong people. And one very able advisor. Thank you, sir. Your team deserves credit as well, Mr. Lightning Bolt. Just doing our job, Mr. Prime Minister. I must admit, I once thought of groups like yours as opportunists, enablers of war. But you've trained our new army well. Order has returned sooner than expected. Perhaps I was wrong about these private military companies. We prefer private security providers, sir. Most of Maverick's contracts do focus on security. Yes, well, security can mean many things. There's a saying I like. One sword keeps another in the sheath. Sometimes the threat of violence alone is a deterrent. Sometimes, by taking a life, others can be preserved. It's the code the samurai lived by. A soldier and a philosopher. You are full of surprises, Mr. Lightning Bolt. I could say the same about you, Mr. Prime Minister. What is happening? Someone's blocking the lead vehicle. Hold on. Clear the road! This is official state business! Sir, a cyborg. Of course. Exit comes up unaffiliated. I'll notify all checkpoints. Get on money out of there. Yes, sir. Stay calm. He's got friends on our 12. Raiden. I'm on it. Guard the Prime Minister. Thank you.
Und mit dieser coolen Sequenz begrüße ich euch zu Let's Play Metal Gear Rising Revengeance. Oder wie man es auch ausspricht. Jedenfalls freue ich mich total, mal wieder ein Metal Gear Spiel zu spielen. Und das noch den neuesten Teil. Aber erstmal zerhackt mal die Leute. Zack, zack. Ja, was soll ich sagen? Das ist ein ganz neues Metal Gear, ein ganz anderes. Oh, natürlich eine Hauptrolle mit dem Protagonisten aus dem zweiten Teil, Raiden. Ich gehöre zu den Leuten, die Raiden mögen. Ich quatsch einfach mal dazwischen. Wie gesagt, ich gehöre zu den Leuten, die Raiden mögen, da ich mit MGS2, naja, mein erstes MGS2 natürlich war, beziehungsweise ist, es bleibt. Metal Gear 2 war mein erstes. Deswegen kann ich eigentlich den jungen Mann hier leiden. Warum ich daraus ein Let's Play mache? Ganz einfach. Ich weiß, dass ein gewisser Let's Player sich das von mir gewünscht hat und, naja, er ist noch nicht so ganz mit Raiden vertraut war. Und dieser Let's Player ist nämlich Mr. Ben 1974. So, Feierabend mit dir. Ja, ein bisschen kenne ich mich aus durch die Demo. Muss ich dazu sagen. Also, ne, nicht wundern. Ja, was soll ich sagen? Metal Gear, ganz anders. Aber wiederum auch nicht, denn so hat man sich das vorgestellt, wenn man Raiden gesehen hat aus MGS4. Und ich denke mal, dass so einigen Leute von euch so gibt es, die ein bisschen neugierig auf das Game ist. Seid. Ich bin gerade ein bisschen am Stottern, sorry, ist ein bisschen schwer alles. Für mich konzentriert zu bleiben. Genauso muss ich sagen, dass der Raiden sich einiges geändert hat, auch von den vom Äußerlichen. Hier, ne? Ist ganz nett. Eigentlich sieht er ganz nett aus. Huch. Und von der Story, was ich von der Demo kennengelernt habe, ist das nicht schlecht. Also nicht direkt alle umschalten, nur weil es Raiden ist und nicht Snake. Gibt Raiden auch mal eine Chance. Ich denke mal, der Venom wird's tun. Schließlich ist er ein alter Metal Gear Veteran. Er hat auch die ersten Original Games, also seine Playlist, werde ich definitiv bei mir in der Beschreibung reintun. Könnt ihr euch das ansehen, die ersten originalen Metal Gear Teile. Ist sehenswert. Deswegen spiele ich das auch für ihn, weil ich glaube, er ist ein... Was heißt glaub? Ich bin mir sicher, dass er ein größerer Metal Gear Kenner ist als meiner einer. So, aber jetzt kommen wir mal zum Grundladen. Ein bisschen genug gespielt. So, jetzt wird erstmal Zeit, was zu zeigen. So. Und jetzt du. Wir haben auch das Schwertmodus. Zack, 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 zack. So. Also ein bisschen werde ich euch natürlich noch mehr zeigen. Etwas habe ich gesehen. Also nur bis hierhin. Wegen der Aufnahme zu testen. Und jetzt würde ich mal sagen, geh mal hier weiter und ab da wird es auch für mich blind. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja, natürlich. Direkt ein Metal Gear Ray. So you're Jack. What do you want with the Prime Minister? I want him dead.
Nothing personal, of course. Africa's just getting a bit too peaceful. What? Business ain't been the same since they shut down SOP. A clean break from the war economy. Huh. Well, some of us like that economy. How's an honest warmonger supposed to make a living? This is your answer. Don't do it! Don't worry now. I won't. Not while he's still useful. So long. Metal Gear? Cheer? Right, take out that UMG and get after him. Ja, direkt schon ein Gegner im Metal Gear. Oh, und ich finde, das Viech ist ganz schön groß. Der ist klar. So. Der beliebte Feind von Raiden. Aber hey, das werden wir schon schaffen. Erstmal zerhacke ich mal seine Beine, wenn er mich dran lässt. Das aber. Machen wir es mal so. Im Lauf. Ach nee, bleibst du stehen? So. Och nö. Jetzt will er stampfen. Das gibt's nicht. Oh, er hält aber schon einiges aus, seine Panzerung. Ich denke mal. Okay, jetzt. Ah. Sag mal die Panzerung. Da hat davon geredet. Nebenbei muss ich erwähnen, ich habe momentan Probleme mit meinem Aufnahmegerät, aber nur bei der PlayStation. Das heißt, es kann sein, dass das Bild ganz kurz einfriert und ihr vielleicht ein paar Sekunden verpasst. Deswegen muss ich öfters auf den Monitor schauen. Nimmst du bitte nicht persönlich, ich habe schon den Support angesprochen und hoffe mal auf eine Antwort. So, aber erstmal das eine Bein. Halt nicht. Lauf. Aua. Das tat jetzt weh. Aber hier haben wir noch das nächste. So, jetzt muss ich mal eben schnell laufen. Die Beine. Ich meine, war das nicht schon immer ein Problem bei den Metal Gears? So, und jetzt nochmal. Jetzt erstmal die Waffe hier zerstören. Also ich muss nicht immer mit dem Stick. Ich kann auch natürlich, wie ihr seht, mit den Buttons. Was eigentlich einfacher ist. Ich denke mal, mit der Maus ist es vielleicht noch sogar noch einfacher, wenn man das jetzt persönlich steuert. Ach nee! Boah, das war aber jetzt knapp. So, du Blechbüchse. Du wirst lange nicht mehr schnaufen können, wenn ich mit dir fertig bin. Oder er mit mir. Soweit ich weiß, hat Ryan sehr viele Moves. Die muss man natürlich irgendwie wissen. So typisch an einem kleinen Hack'n'Slay. So. Erstmal die Beine. Das ist gleich durch. Okay. Müssen wir noch die Panzer vernichten. So, jetzt mache ich mal mit dem Stick. Ein bisschen geht das eigentlich. Ganz schön geschnetzelt. Ey, du bleibst stehen, mein Freund. Was ist das denn jetzt? Wow, 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 wow. Ich dachte schon, er greift jetzt an mit seiner komischen Klinge. Nee, das Beinchen wollte ich nicht, das hier. Geh weg. Schnell noch das Beinchen erledigen. Wenn er mich mal lassen würde. Und schlitzen wir mal das Ding hier. So. Schaschlik. Als Koch könnte sich Ryan auch bewerben. Aber natürlich. Da hat er jetzt eine Klinge und jetzt kommt der Laser. Oh, ist das wirklich jetzt sogar ein Laser?
Nee, so. Fast die falsche Taste. Jetzt? Na komm. Alte Grey Fox-Manier aus MGS 1. Konnte ja auch den Bein aufhalten, also könnte er das auch. Das ist aber geil. Und Schlitz. Altmetall. Nicht schlecht, muss ich sagen. Ja. Zerstört? Damit endet Metal Gear, ne? Immer mit dem Schluss. Nein. Ich denke, klar geht Metal Gear jetzt weiter. Aber ich finde das gar nicht mal so schlecht. Ich denke mal, es wird aber definitiv härter, denn das ist ja, denke ich mal, nur ein kleines Tutorial. Aber Leute, ich setze jetzt erstmal hier einen Cut. Und dann würde ich sagen, in der nächsten Folge sehen wir uns weiter und gucken, dass wir dem Premierminister helfen. Und dann sehen wir mal, wie es dann mit dem guten Ryan so weitergeht. Also Leute, vielen Dank fürs Zuschauen für die erste Folge. Bis dahin.